was los ist? Wie was los ist? Ah, ihr könnt mir ja ruhig sagen, dass Sie von der Polizei sind. Bitte was? Ja, aus Leipzig ist doch scheißegal. Dieser Mann wurde letzte Nacht ermordet. Und zwar kurz nachdem er hier in der Gegend war. Wir wollen wissen, bei wem er war und was er hier gemacht hat. Ja, offiziell dauert das natürlich lange. Junge, das wissen wir. Ich kann euch vielleicht helfen. Hab einen kleinen Dienst weg. Bis wann? Noch heute nicht mehr. Morgen, also. Morgen. Das Zimmer habe ich für euch schon reserviert. Gute Nacht. Sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Der hat nur ein Zimmer reserviert? Ich sag's dir gleich, ich schlaf nicht im Wagen. Ja, ich habe ihn ein paar Mal gesehen mit deinem Mädchen. Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen was machen, sonst merkt er was. Sie heißt Luba, armes Ding. Wieso, was ist mit ihr? Sie kommt aus der Ukraine. Männer haben sie entführt, sie immer wieder verkauft, kriegen viel Schläge. Wo finden wir sie? Weiß nicht. Ja, sie hat einen Beschützer. Wie heißt der? Ihr müsst nach Radek fragen. Dir macht das Spaß, oder? Ich ein bisschen mehr Einsatz im Außendienst würde dir auch nicht schaden. Es gibt Grenzen, mein Freund, es gibt Grenzen. Na, gut geschlafen. Ljuba. Sie heißt Ljuba. Ist das Radek? Gut, Kollege. Ich könnte ihn davon überzeugen, mitzukommen. Radek! Da sind die beiden deutschen Polizisten. Sie kennen König? Ein paar Mal gesehen. Bei Luba. War er vorletzte Nacht hier? Ich weiß es nicht. Ja, dann würden wir gerne mit Luba sprechen. Luba, nicht da. Weg. Wie weg? Tentu in Napat Bülfak Bilbe. Radek. Also, Sie müssen ihn verstehen. Ich schlecke gelaunt. Luba ist ihm davongelaufen. Aha, und wann genau war das? Wenn du Luba treffen solltest, ja, dann wirst du gut zu ihr sein. Ja, werde ich. Und du wirst ihm Bescheid geben. Hast du das verstanden? Ich habe es verstanden. Abwarten. Was hältst du davon, wenn du uns ein bisschen was über Luba erzählst? Und was? Zum Beispiel, wie sie aussieht, wo sie arbeitet. Mehr gibt's nicht zu sehen. Okay, also hier im Wald hat sie gevögelt, ja? Das auch. Für 20 Euro. Vielleicht hat jemand sie hier mit König gesehen. Ich frage. Das Foto. König ist tot und Juba ist weg. Also Zufall sieht für mich anders aus. Das hat der Pantau hier ausgekaspert. Ja, mal, der verarscht uns, warum merkst du es nicht? Sie hat ihn gesehen. Ja, und? Er war mit Radek hier. Mit Radek? Ja. Wo? Da vorne. Komm hinter mir. Er verarscht uns doch. Verlass dich drauf. Alles klar. Thomas Simak, dein Freund hat nicht zufällig was von 10.000 Euro erzählt, oder? Herr Alvarez, Radek ist nicht mein Freund. Sie sind sicher, dass der König hier getroffen hat? Ja. Könnte es vielleicht sein, dass König das Mädchen von Radek freikaufen wollte? Warum sollte er sie verkaufen? 10.000 Euro.
Wir reden mit Radek selbst. Ich weiß nicht, wo der ist. Ach so. Na, dann sucht man halt. Ja, ja. Wir suchen. Alvarez? Herr Lois, Kripo Leipzig. Wo? Alles klar. Die Kollegen haben einen Promifahrer aufgegabelt, der von hier aus ein Mädchen ein Stück weit mitgenommen hat. Also von der Beschreibung her könnte es Juba sein. Mhm. Und wohin? Nach Deutschland. Von Stefan König. Sehr gut, Frau Conradi. Frau Dr. Conradi. Wo wollt ihr denn hin? Das ist ein Dienstgeheimnis, oder? Und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Ist aber schon merkwürdig, oder? Was meinst du, die Farbe oder das Kennzeichen? Leg das Messer weg. Na. Frauen auf der Straße haben erzählt, dass Radek weiß, dass Ljuba nach Leipzig wollte. Ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn ich alleine komme und informiere meine deutschen Kollegen, bevor was passiert, nicht? Na dann. Auf Wiedersehen, Kollege. Auf Wiedersehen. Wollen Sie sich nicht für meine Hilfe bedanken? Danke. Keine Ursache. Der verarscht uns so. Mnoho shchasti! Mit dem Alibi kommt man Radek nicht ran. Das hat er sich vermutlich auch einiges kosten lassen. Vielleicht kommen wir über euren Freund an Radek ran. Wir müssen nur beweisen, dass er nicht mit ihm zusammen im Gasthof war. Und wenn er die Wahrheit gesagt hat? Der König saß in der Klemme. Der musste zu Radek. Steckt die 10.000 Euro ein? Ja, was aber niemand wusste außer Radek. Also, Frau König, machen Sie sich keine Sorgen. Dieser Radek wird Formalitäten klären und dann... Naja, solange bis das geklärt ist, kann sie auch erstmal bei uns bleiben. Also, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Musik.